Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend mit Glockengeläut. Ich habe gerade so ein paar Tränchen in den Augen gehabt. Ich habe Pipi in den Augen, um es mal netter auszudrücken. Und möchte da gerne was mit dir teilen, warum das so ist. Ganz einfach deshalb, weil ich gerade so großartige Erfolge von meinen Akademikerinnen sehe. Ich habe ja eine Akademie, wo ich einfach Frauen, einen Mann habe ich auch dabei, dabei helfe, ihren Seelenplan zu entdecken. Und eine hat jetzt ganz neu ihre Facebook-Gruppe gegründet und ist sichtbar geworden und hat ihr erstes Video da online gestellt und hat sich getraut. Und als ich mir das angeschaut hatte, da hatte ich wirklich so Tränen in den Augen, weil ich so gerührt war, weil ich das so großartig finde, wie, weil das so mein Herzensding auch einfach ist, wie sinnerfüllt das für mich ist, anderen Menschen, insbesondere Frauen, dabei zu helfen, ihren Seelenplan zu entdecken, sichtbar zu werden und damit eben, ja, auch die Geldenergie in ihr Leben zu ziehen, die es ihnen erlaubt, sich das freie Leben so zu gestalten, wie es wirklich ihrem Herzen entspricht. Und das berührt mich gerade so sehr. Und deshalb wollte ich das einfach mal mit dir teilen. Ich habe auch heute Mittag noch mit einer wunderbaren Frau gesprochen, wo es auch um das Herzensthema ging, den Seelenplan zu entdecken. Und sie sagt auch, also wir sind noch dabei, das genaue Herzensthema noch herauszufinden. Aber im Groben steht das schon. Es gilt jetzt nur noch so, das zu verfeinern. Und sie sagt auch, ich will einfach etwas Sinnerfülltes tun, wo ich abends zu Bett gehe und das Gefühl habe, ich habe wirklich was absolut Sinnvolles heute gemacht. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du abends, wie mir das früher auch mal bei mir der Fall war, dass du abends zu Bett gehst und denkst, was war heute eigentlich? Was habe ich heute für unsinniges Zeug eigentlich gemacht? Also als ich früher noch im Büro war, habe ich da so oft am Schreibtisch gehockt und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich habe überhaupt keinen Sinn da drin gesehen in diesen Dingen, die ich da mache. Ich habe sie gemacht, weil am Ende vom Monat Summe X auf dem Konto erschienen ist, aber es hat sich sowas von sinnlos für mich angefühlt und entsprechend unbefriedigt und, ja, wie sagt man im Saarland, knatschig, zu Hochdeutsch grandig, war ich einfach auch oftmals mit mir selbst und unzufrieden einfach. Und das erfüllt mich gerade so zu sehen, wie die wunderbaren Frauen in der Akademie da ihre Schritte gehen. Jeder in seinem Tempo, aber mit der Begleitung von mir, wie ich ihnen da helfen kann, auch ihren Seelenplan zu entdecken, sichtbar zu werden, sich das Traumleben zu kreieren, Geld zu verdienen damit und damit natürlich auch viele Blockaden einfach, die auf dem Weg dahin sind, zu lösen und sich zu befreien. Ich hatte früher immer so das Gefühl, da liegen so viele Schleier über mir, wie so ein Damoklesschwert. Oder viele Damoklesschwerte. Und wenn du deinem Herzen folgst, wenn du das machst, was wirklich dir entspricht, immer mit dem Hintergrund oder mit der Basis, dass zuerst kommt, was hier im Herz, in deiner Seele, in dir wohnt, was genau dich ausmacht, wo du ein Mehrwert für andere Menschen, für Mutter Erde, für Kinder, für wen auch immer, für Heranwachsende, was auch immer dein Ding ist, stiften möchtest, dann gehst du abends erfüllt zu Bett, weil du das dann lebst, was genau dein Ding ist. Und was dann im zweiten Schritt erfolgt, das ist der Erfolg. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass du auf dem Weg viele Themen, Schleier lüftest,
dass du dir eben auch erlaubst, da die entsprechende Geldenergie in dein Leben zu ziehen, dass du dir dein Traumleben eben auch gestalten kannst. Dazu braucht man nun mal Geld und Geld ist da auch ein wunderbares Mittel zum Zweck. Es ist ja viel leichter, wenn du Geld einfach immer zur Verfügung hast und kannst dir das kaufen, wann du es möchtest, statt mit irgendjemandem in Verhandlungen zu treten, in Tauschhandel zu gehen, dass du ihm, was weiß ich, keine Ahnung, deine Dienstleistung, was auch immer das dann ist, was deiner Seele entspricht, ihm anbietest, statt ihm einfach Summe X zu geben für das, was du gerade möchtest, egal was es jetzt ist. Wir haben nur so ein krankes Verhältnis zum Geld einfach. Aber das ist letzten Endes das, was wirklich dann der Erfolg ausmacht, was daraus erfolgt. An erster Stelle darf es darum gehen, das war auch mein Weg, seinem Herzen zu folgen, eine Entscheidung zu treffen, seinen Seelenplan, also das, was in dir ist, wo du das Gefühl hast, da muss es doch noch mehr im Leben geben. Ich möchte auch eine Aufgabe, meine Aufgabe entdecken, was mich sinnerfüllt leben lässt, wo ich abends zu Bett gehe und habe das Gefühl, wow, was war das heute für ein großartiger Tag? Für wie viele Menschen konnte ich heute ein Mehrwert sein? Für wie viele Menschen konnte ich heute ein Beitrag sein? Wie viele Menschen konnte ich heute glücklich machen? Was konnte ich heute für Mutter Erde oder für andere Menschen oder was auch immer so dein Thema ist, ein Beitrag sein und hinterlassen. Darum geht es, ein freudvolles Leben zu führen und das Leben zu feiern. Und da sind wir doch alle miteinander verbunden. Und du selbst kannst doch die Entscheidung treffen, aufzuhören, im Drama drin zu stecken und dich zu quälen. Du bist nur einen Schritt, eine Entscheidung davon entfernt. Die Entscheidung zu treffen, deinem Herzen zu folgen und dieses großartige Potenzial, das auch in dir ist, zu entdecken. Ich weiß, dass in dir ganz großartiges Potenzial steckt, das entdeckt werden möchte, das gelebt werden möchte. Sonst hätte das Universum dich nicht hier in die Gruppe geführt. Deshalb bist du hier, um das zu entdecken, um dich da leiden zu lassen. Um dich auch auf deinen Herzensweg zu begeben. Um dann letzten Endes abends auch zu Bett zu gehen und sagen, wow, was habe ich mir für ein tolles Leben kreiert? Für wie viele Menschen konnte ich heute ein wunderbarer Beitrag sein, weil ich meinem Herzen folge und das mache, was mich, also was dich ausmacht. Lass es mal auf dich wirken. Kleine Inspiration. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Ciao.